Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Marv, das Grünwalder Stadion scheint euch nicht so zu liegen diese Saison. Zweite Niederlage, heute 0:1 gegen Türkgücü München. Woran hat es gelegen? Ich glaube, letztendlich können wir uns nichts vorwerfen. Wir haben einen guten Kampf gezeigt, wir haben versucht trotzdem irgendwie einen Punkt hier jetzt mitzunehmen. Erste Halbzeit war es recht ausgeglichen, aber zweite Halbzeit war es halt absolut unverdient gegenüber Türkgücü. Wir haben die ganze Zeit gedrückt und versucht irgendwie das Tor zu schießen, aber es ist uns heute nicht gelungen. Mund abwischen, weitermachen. Ist gerade schwer zu analysieren, finde ich. Vom Gefühl haben wir kein schlechtes Spiel gemacht. Ich fand, wir hatten eine gute Kontrolle. Leider irgendwie nicht so ganz zwingende Chancen erspielt. Nach vorne so die letzte Durchschlagskraft gefehlt. Trotzdem glaube ich, wie gesagt, wir hatten eine gute Kontrolle. Haben, glaube ich, auch von München, jetzt ist mir nichts im Sinn, wo wir was Gefährliches zugelassen haben. Das Tor begünstigen wir im Prinzip auch. Ist natürlich bitter, dass wir heute mit 0 Punkten heimfahren. Aber ich glaube, die Leistung war jetzt nicht so schlecht. Wir hätten mindestens einen Punkt verdient gehabt. Und ja, jetzt müssen wir halt den Mund abputzen und am Samstag geht es dann weiter. Die Chancen waren vor allen Dingen da. Woran hat es gelegen, dass es heute nicht geklappt hat mit dem Torerfolg? Ja, wir waren einfach nicht präzise genug. Ich glaube schon in der Entstehung. Dann auch, wenn wir zu Abschlüssen gekommen sind, sind die oft am Tor vorbeigeflogen. Bisschen die Ruhe gefehlt vielleicht. Wie gesagt, schwer zu analysieren. Wir werden jetzt morgen wahrscheinlich nochmal Bilder sehen, dann wird man das Ganze nochmal besser sehen. Aber ist jetzt schwer zu sagen, woran es jetzt direkt gelegen hat. Weiß ich, vielleicht die gewisse Gierigkeit hat dahinter gefehlt, da wo wir die Torgeilheit nicht ausgestrahlt haben, wo wir kein Tor machen wollten. Also wir wollten natürlich ein Tor machen, aber letztendlich hat irgendwie der letzte Punch gefehlt und ja, ist bitter. Minus 7 Grad hat das Thermometer angezeigt für heute Abend. Gefühlt waren das mindestens minus 14. Wie geht ihr als Sportler damit um, mit so einer Kälte? Ich glaube, wenn man auf dem Platz steht, ist es recht gut zu kompressieren, da wo wir letztendlich nicht so uns kalt ist. Wir haben kalte Füße auch, aber wir versuchen trotzdem letztendlich das Beste draus zu machen. Man merkt es letztendlich schon, wenn man dort in der kalten Luft steht und vor allen Dingen aus der Halbzeit wieder rauskommt, aber sowas darf uns nicht jetzt irgendwie verrückt machen oder sonst was. Wir müssen dort trotzdem unsere gewisse Leistung bringen und trotzdem weitermachen. Was ist das Positive, was ihr heute mitnehmt für das Spiel am kommenden Samstag gegen Wiesbaden? Ja, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, wir haben alles in allem kein schlechtes Spiel gemacht. Wir haben eine gute Kontrolle gehabt, haben wenig zugelassen. Nach vorne müssen wir ganz einfach zwingender werden, da werden wir jetzt die Woche dran arbeiten. Aber ich glaube, alles in allem kann man auf dieser Leistung aufbauen jetzt für die nächsten Wochen ganz einfach wieder torgeiler sein, nach vorne zwingender, auch bei den Standards zwingender. Ich glaube, wir hatten sehr viele Standardsituationen, Eckbälle, Freistöße, wo wir relativ harmlos waren und das sind Sachen, wo wir dran arbeiten und dann wird jetzt auch ganz bald wieder der nächste Dreier folgen. Ja, ich glaube, dass wir trotzdem gekämpft haben. Wir haben trotzdem nicht jetzt gesagt, komm, Kopf in Sand und wir lassen uns jetzt hier abschlachten oder sonst was. Wir haben trotzdem versucht, die zweite Halbzeit unser Spiel durchzudrücken. Ich glaube, das ist auch gut gelungen. Man hat auch gesehen, dass Türkgücü keinen Stich mehr gesehen hat. Aber es war dann letztendlich bitter, dass wir kein Tor gemacht haben. Und das Positive, was wir daraus ziehen können, ist, dass wir trotzdem gekämpft haben, versucht haben, als Mannschaft zusammenzuhalten. Und das müssen wir für die nächste Woche mitnehmen.